Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paradise Lost. Wir sind ja jetzt vom Prinzip von diesen hübschen Vierteln weggekommen. Sind jetzt da, wo man die Nahrungsmittel produziert hat, verarbeitet hat. Hat also gesehen, dass dann Mutter und Vater zwei verschiedene polnische Lager geführt haben. Waren dann quasi im Krieg, wie es aussieht, wegen Ansichten. Haben sich dann irgendwann gehasst, würde ich jetzt sagen. Und ja, mal sehen, ob wir dann herausfinden, was da mit denen passiert ist. Gut, mit der Mutter, gut, die hat sie überlebt, sonst hätte sie ja den Jungen nicht. Dann ganz am Anfang der ersten Folge mit der Szene gehabt. Und der Vater, ob der noch lebt? Oh, keine Ahnung. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch tot sein. Ich denke mal nicht, dass der noch lebt. So, ist auch noch auf. Das soll keinen Unterschied machen. Aber egal. Oh ja, gleich kann natürlich nur von der Innenseite die Tür öffnen, was irgendwie keinen Sinn macht, aber gut. Wir sind da drin. Kacke oder was? Das Paprika, das sind das Tomaten oder was? Ich sag mal, das sind Tomaten. Vielleicht sind es auch Paprika, keine Ahnung. Irgend sowas wird schon sein. Oktober 47 haben sie nicht weitergemacht. Lilly Liebe. Bist du Lilly Marleen? Ich war kein Erinnerungsding. Das war ein Brief, den ich mir gleich mal durchlesen werde, aber keine Erinnerungskapsel. Komisch. Die Menschen werden immer verrückter. Durch diese ganzen Glauben an die Ahnengeschichte. Sie wollen Opfer darbringen. Wir haben nicht genug Nahrung, um sie einfach so wegzuwerfen, damit die Götter ein Festmahl genießen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um die Götter zufriedenzustellen, ohne die Gaben zu opfern. Es muss ein Feuer geben, ansonsten nehmen sie es mir nicht ab. Wenn ich etwas darauf werfe, müssen irgendwie Flammen auflodern. Vielleicht eine Art LED? Ich glaube, ich habe ein paar Lampen hier irgendwo gesehen. Ich muss diese Idioten nur von dem gesegneten Feuer fernhalten. Schauen Sie das noch. Der heilige Baum sollte ein geeigneter Ort für das Feuer sein. Hinter dem Feuer muss ein Hohlraum mit einer photovoltaischen Zelle sein, die an einen Stromkreislauf angeschlossen ist, der einen Impuls aussendet, der die Flamme auflodern lässt. Darunter könnte es ein Behältnis für die Opfergaben geben, sodass sie direkt zurück ins Lager gehen. Verdammt, wenn ich gewusst hätte, dass ich mich jemals so sehr mit Elektrik herumschlagen müsste, wäre ich niemals ein Priester geworden. Obwohl, wäre ich nie ein Priester geworden, ist das dann der Vater von dem Mädchen, von der Eva? Weil die doch gesagt, ja, sie ist in Krakau geboren. Aber in irgend so ein Dorf in den Bergen in der Nähe hat sie gewohnt. Ja, und der Vater war eine Art Priester gewesen. Also könnte es sein, dass es vielleicht sogar der Vater hier war. Aber würde denn das nicht bedeuten, dass Eva vielleicht eine Deutsche ist? Man, hier, das scheint ein offizieller Brief zu sein, weil es jetzt wohl von den Deutschen ist, nicht jetzt hier von den Polen. Also ist vielleicht Eva vom Prinzip eine Deutsche? Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ich gehe noch kurz zurück zu dem Computer. Ich will noch mal was sehen, vielleicht habe ich das Ding doch dort übersehen irgendwo. Nichts zum Interagieren war, das hat mir schon gehabt, den Brief, der in dem Müll liegt. Hier ist nichts mehr zum Interagieren, mit dem Ding kann ich nicht interagieren. Ich halte es, dieses Ding nicht ab. Na gut. Vielleicht finde ich das ja noch, oder vielleicht gibt es hier auch keins dafür, ich weiß es nicht.
Warte, ich hab's übersehen. Übersehen einfach nur. Auch nicht. Da weiß ich es auch nicht. Na komm, Junge, du schaffst es. Du schaffst es. Ach, Ladebildschirm. Depression. Ich bedeute, ich kann das alles nicht finden oder was? Kann ich nochmal zurückgehen? Nee, vielleicht ein unsichtbarer Wand. Vielleicht gab es da keine Erinnerung, keine Ahnung. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Hier sieht es aber nicht mehr so edel aus hier. Wie sieht es halt wirklich bunkermäßig aus? 04 Gesellschaft. Level 4. This is where the labs are supposed to be. Tja, also da wo. Mutti und so ist. Wow. Meinst du mit hier auf dieser Ebene? Meinst du das damit, dass wir auf dieser Ebene sind hier? Zugriff gewähren. Entweder haben sie hier was mit Strahlung oder dass man hier ein Tor zumachen konnte oder so. Wo ist denn hier eine Kamera? Eva, ich sehe die Kamera ja noch nicht mal. Doch, da hinten das. I don't see a microphone. How are you hearing me? I don't know. Ja, das frage ich mich ja, wie sie mich hören können. Mal sehen, was hier steht. Achtung, Oberbefehlshaber der militärischen Kolonien, streng geheim. Wenn der Zivilkommandant A. Unfähigkeit beweist, den Abschluss des EVE-Projekts gefährdet, die Kolonie in Unruhe versetzt oder das Fortbestehen dieser in Gefahr bringt, die Produktionsrate in 3 aufeinanderfolgenden Monaten nicht erfüllen kann. B. Zeichen von Unvermögen aufweist, mentale oder psychische Unzulänglichkeiten, die zur Einschränkung der Erfüllung seiner Pflicht führen. Soll dieser verzüglich aus dem Weg geräumt und ersetzt werden. Heil dem Führer Reichsführer SS Heinrich Himmler. Tja, wenn er nichts bringt, kommt fort, wie es aussieht. Ist nur die Sache, hat man dann so viel Personal, dass man das immer gleich ersetzen kann, falls jetzt mal irgendwas ist, dass man den nicht haben will. Vielleicht gehst noch weiter. Sieht aber auch geil aus, die Grafik. Finde ich zumindest. Meine Schlüssel mitnehmen. How are you talking through this? What do you mean? It looks like a portable camera. That's so cool. Now I'll be able to see everything you see. Can you open the gate for me? Ah. Yeah, I can, but I need its serial number. Try looking for an electrical panel connected to it. Ah, jetzt sieht's also das, was ich sehe, und wir können uns also dann hören. Also hört sie mich, was ich höre, und sie kann mit mir sprechen und alles. So, Verteilerkasten suchen. Ich war doch eben so ein Verteilerkasten, oder? Und hier ist der Fahrstuhl.
Ist das ein fataler Kasten, oder? Das ist wahrscheinlich der falsche. Ich weiß nicht, wo ich denn den blöden Fahrstuhlschacht rein muss. Aber gut, ich sehe keine andere Möglichkeit. Die Tür soll sich aufmachen, aber ich muss wahrscheinlich doch hier rein. The elevator stuck. I think it's the same one that you took before. If it hadn't broken down, I might never have found you. Achso, ich dachte, ich könnte hier irgendwas machen jetzt. Ach, hier ist der Portalerkasten. Hold still. I have to type it in. Okay, got it. It should be open now. We're unstoppable. Na also, unaufhaltsam sind wir. Ey, mach doch die Tür zu, Mädchen. Eva. I heard everything you said down there, in that food processing place. Oh. I just wanted to tell you that I understand. I know what it's like to be left alone. Things stop making sense and you think everything's hopeless, but you have to keep going. Especially now, when we are so close. The control room is somewhere on this level. Ich hoffe, das habe ich so. Das ist schon wild. Wurzeln jetzt. Ja, die Bausubstanz ist ja da nicht mehr so gut hier. Die Hände sind wenigstens wie bei Follow ein paar Protectrons oder so, die dann noch für Ordnung sorgen, so ein bisschen. Soweit dies möglich ist. Was war denn jetzt? How deep underground are we? I'm not sure. Das hier von Bartmann hier. Ich will hier nicht durch. Nein, ich will hier nicht durch. Nein. Der hat eben was gespeichert, da geht's ja. Ach ja, jetzt muss ich natürlich wieder das umändern hier, weil das jetzt wieder rumspinnt. By the way, I heard everything you said down there in that food processing place. Oh, I just wanted to. Weil schon mit Moos bewachsen, wie es aussieht. I know what it's like to be left alone. Denn die ganzen Wurzeln. Fahne. Especially now, when we are so close. The control room is somewhere on this level. This is incredible. How deep underground are we? I'm not sure. I'm pretty sure that's not the way. Ja, ich glaube, du hast recht, Mädchen. Stacheldraht. Jetzt muss ich doch hier durch. Na gut. Hätte ja sein können, ich kann da unten auch lang. Weiß man ja vorher nicht. Und so viel Zeit habe ich jetzt eigentlich verloren, deswegen. Are those the labs? It looks more like a prison to me. So, this is where they kept the criminals. I don't seem to have any control over this place. Its core architecture is much, much older than anything else around here. It's not even connected to the mainframe. You know a lot about this stuff. Well, I have a lot of time on my hands just sitting here. So irgendwie muss ich sagen, mit der Eva ist so schön und gut, aber irgendwie so ganz trauen tue ich dabei auch nicht unbedingt. Ich meine, gut, ob es der Computer Eve ist und sie sich einfach nur Eva nennt, vielleicht. Oder ob es wirklich ein Mädchen ist, meine. Und dann ist die Frage, wie lange ist das Mädchen schon hier unten, wenn es jetzt wirklich ein Mensch ist, ein Mädchen ist. Wie lange ist sie schon hier unten, weil.
Erst hieß es ja, es oben im ersten Stockwerk wäre sie gewesen. Naja, ich bin da oben. Und dann, es war falsch gewesen. Ich bin doch nicht da oben, ich bin woanders, anderen Stockwerk. Es sieht alles gleich aus hier. Sie kann aber von hier aus alles steuern. Also müsste sie ja einen Kontrollraum haben, der wirklich alles steuert, wo du also wirklich auf jede Kamera, auf jede Tür, auf wirklich komplett alles zugreifen kannst. Das müsste ja theoretisch irgendwo im Herzen des Bunkers sein, dass sie dann da irgendwo sein müsste, so von der Logik her. Wenn sie dann sagt, was will sie sonst machen? Er kann ja hier nichts weiter machen. Die ist eingesperrt, was sie mal gesagt hat. Meine, wie überlebt sie da, wenn sie eingesperrt ist? Meine, wegen Essen, Trinken und so. In den Kontrollraum werden ja nicht irgendwie Haufen Lebensmittel sein oder irgendwas anderes. Das ist halt die Frage, wie will sie halt, wie gesagt, überleben? Denn wie gesagt, Lebensmittel wird sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt haben oder irgendwelche Wasserreserve oder irgendwas, also. Weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist vielleicht doch irgendwie da. Einfach nur der Computer vielleicht. Wehrmachtsabteilungen. Ja, ist wirklich eigentlich eher Knast hier. Kein Forschungslabor. Jetzt wird da irgendwelche Kochbücher von den Polen, das aussieht mit. Ein kleines Blümchen, eine Pflanze. Das war schon alles durch hier. Naja, wenn man das anguckt, das ist wirklich eigentlich nur ein Knast hier, kein Forschungslabor. Da hinten ist was, das sehe ich. Ich komme hier nicht rein, oder zumindest noch nicht. Kann ich die Türen aufmachen, sind wahrscheinlich die Zellen, wie es aussieht. Naja, das war schon überall das ganze Grünzeug durch. Das ist überall was da drin, was ich machen kann, wo ich interagieren kann. Ich muss wahrscheinlich erstmal irgendwo die Türen aufbekommen. Vielleicht hier von der Mitte vielleicht. Da gehe ich jetzt noch nicht durch. Ja, vielleicht brauche ich dann irgendwas hiervon. Nur wahrscheinlich noch nicht. Ja, hier ist auch überall was. Sieht ein bisschen aus, als wäre das wie so Wasser aus, glaube ich, hier direkt mit dem Glas, dieses Material. Das hat man so bei uns in der Schule, weil wir, glaube ich, auch bei den Fenstern was so Material hier. Das ein bisschen wie so Wasserflecken aussieht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. So, gehen wir mal den Kontrollraum. Kann man dann bestimmt die Türen aufmachen? They needed permission to go downstairs. They were issued a one-use punch card for good behavior. So, if we want to go downstairs, we'll have to find an unused punch card. Try opening up the cells. Was will ich ja machen? Eine unbenutzte Lochkarte durften sie einmal nach unten. Oh. Regeln und Vorschriften. Jede Frau, die am Programm Quelle der Intelligenz teilnimmt, erhält für gutes Benehmen eine Lochkarte, die einmal verwendet werden kann. Mit einer solchen Lochkarte kann das erste Stockwerk des Komplexes ein einziges Mal besucht werden. Belohnungen für gutes Benehmen gibt es durch das Einhalten folgender Regeln. Erstens, Ausgangssperre. Teilnehmerinnen dürfen ihre Zimmer zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr nicht verlassen. Zweitens, Hygiene. Teilnehmerinnen müssen auf eine gute persönliche Hygiene achten. Die Sauberkeit wird stets überwacht. Drittens, Medikamenteneinnahme. Teilnehmerinnen bekommen vom jeweiligen behandelten Arzt eine Medikamententherapie verschrieben. Medikamente müssen gemäß den Anweisungen eingenommen werden. Viertens, Ernährung. Teilnehmerinnen müssen alles zu sich nehmen, was ihnen zugeteilt wird. Die oben genannten Regeln können von den behandelten Ärzten geändert werden. Widerstand gegen die Anweisungen des behandelten Arztes können mit dem Tod bestraft werden. Ich glaube, das ist wie dieser Quelle der Intelligenz, ob das dann deutsche Frauen oder ob das dann die polnischen Frauen, wo man getestet hat. Vielleicht beides, keine Ahnung. So, wir brauchen also eine Lochkarte. What does this mean? That the prisoners who were kept here were all fertile women. Why? I don't know. Das
gar nicht lesen. Sehr geehrter Herr Professor, als Fachmann im Bereich der Zahnheilkunde möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die zahnmedizinischen Aspekte Ihres Programms lenken. Untersuchungen haben gezeigt, dass über 90% aller polnischen Frauen unter Zahnfäule und anderen dentalen Krankheiten leiden, was sich negativ auf die Reproduktionsfähigkeit auswirkt. Also waren die polnischen Frauen Gebärmaschinen im Prinzip. Zahnkrankheiten verzögern das Eintreten einer Schwangerschaft und sind signifikante Faktoren für Fehlgeburten und niedriges Geburtsgewicht. Mundhygiene muss während der Schwangerschaft sorgfältig aufrechterhalten werden. Das Erbrechen des Gallensaftes am Morgen zerstört den Zahnschmelz. Die Frauen sollten ihre Mundhöhlen nach jedem Erbrechen mit Wasser ausspülen. Ich schlage vor, dass jede Frau, die für das Programm zugelassen wird, einer vollständigen Zahnbehandlung unterzogen wird, bevor sie aufgenommen wird. Ist sie einmal dort, muss sie mit Zahnpflegeutensilien ausgestattet und in der Benutzung dieser überwacht werden. Haltenführer, Hauptsturmführer Dr. Willi Frank, zahnärztlicher Berater. Welche Kreuzworträtsel gehabt? Ein Kart gespielt. Das drücke ich gleich. So, wollen wir die Türchen aufmachen. Dann also ein bisschen abgetrennt zumindest das Klo mit den ganzen Utensilien, oder? So wie ich das sehe, ist dann lieber auch die Dusche, ach, die ist daneben, bei dem Efeu oder was das ist. Also neben dem Klo ist dann also gleich, aber kannst du wahrscheinlich deine Kacke wegspülen dann. Ah gut, ein bisschen komisch gemacht, dass du dich gleich neben dem Scheißhaus das hier ist. Also zumindest konntest du scheinbar hier das hier zumachen, hier vorne ist wenigstens ein bisschen Privatsphäre, als wenn du mal auf dem Pott warst oder wenn du halt geduscht hast. Look, this one hasn't been used at all. We could leave now. The women here were only allowed to go downstairs a couple of times. And this woman never even used her pass. Und die Frage, warum hat sie es denn nicht benutzt? Die ganze Propaganda. Ist mir auch scheiß zugewuchert hier. Geh mal in jeden Raum rein. Hier ist noch das Licht an, das heißt, sieht man es besser hinten. Wirklich, die Dusche ist neben dem Klo, ein bisschen komisch gemacht. Das haben sie ein bisschen komisch gemacht, dass neben dem Klo das ist. Naja. Aber das Plakat. Dritter Tag, es ist mein dritter Tag hier und noch immer staune ich über die Zustände in diesem Ort. Alles ist es sauber. Tja, muss wirklich sehr scheiße sein, wenn einem das schon wie Paradies ist. Hey, alles ist sauber, beinahe schon steril. Die Deutschen sind äußerst höflich. Und das Essen ist fantastisch. Es ist das erste Mal, dass ich regelmäßig so köstliche und sättigende Mahlzeiten halte. Außerdem sorgen sie dafür, dass wir uns ausreichend körperlich ertüchtigen. Eine gute persönliche Hygiene aufrechterhalten. Sie achten sogar darauf, dass wir nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. Bevor ich herkam, wurden an mir alle erdenklichen medizinischen Untersuchungen durchgeführt. Das alles wäre wie ein wunderbarer Urlaub. Wenn man davon absieht, dass ich noch immer nicht weiß, wo ich bin oder warum ich hier bin. Und ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden könnte. Ich teile mir ein Zimmer mit Stefa. Doch sobald wir es betreten, beginnt sie in ihr Kissen zu weinen. Ich habe versucht, mit den anderen Mädchen in der Kantine zu sprechen, doch sie starren verunsichert ins Leere. Hört uns jemand zu? Es scheint, als wäre ich hier noch eine ganze Weile auf mich allein gestellt. Wenigstens habe ich dich, liebes Tagebuch. Na gut, nur noch eigentlich. Ein Papier ist nur noch da, eine Seite. Ich glaube, es ist aber gerade sauber, ist noch nicht alles hier.
Ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen komisch, dass man hier das Klo genau neben der Dusche hat. Gut, vom Platz war okay, aber irgendwie, weiß nicht, wenn du nicht duschst vom Prinzip, dann machst du doch vielleicht das Klo wieder nass und alles. Naja. This one is just up. Bei dem ist schon das Bild ganz schön zugewuchert. Hat er aber ein anderes Bild gehabt, kein Propagandabild, oder? Ah nee, doch, das ist dasselbe. Wenn überall dasselbe Bild drin haben. Hier schon alles wirklich zugewuchert, richtig mit Efeu und generell. Alles mit Moos und so. Da hinten die Kreuzworträtsel kannst du doch gar nicht gesehen haben. Naja, hier haben sie die ganzen Kreuzworträtsel. Haben sie auch noch ein Bild? Okay. A four-letter word for heaven it's not. Hell. That's it. Damn, even the crossword puzzles here are depressing. Sieht man als polnische Kreuzworträtsel. Na gut, waren ja polnische Frauen hier drin, macht das ja schon Sinn irgendwo. Also ich schaue ein paar persönliche Sachen zumindest. Hier die Zeitschriften, Anmark Kreuzworträtsel. Kleidung generell, da können sie ein bisschen Schach spielen, da wenigstens ein paar Utensilien, die sie haben, wenigstens vielleicht ein paar, in Anführungszeichen, persönliche Dinge. Okay. A four-letter word for heaven it's not. Hat wird doch schon. That's it. Damn, even the crossword puzzles here are depressing. Das sieht zwar auch anders aus. What about them? My mom used to draw something like that. It's probably just a coincidence. Ja, vielleicht ist es aber kein Zufall. Vielleicht ist ja der Junge, was ich mir sowieso vorstellen kann. Ich meine, die Mutter war doch in dem Bunker hier als Anführerin von dieser Partisanentruppe da. Also denke ich mal schön, dass wahrscheinlich, zumindest als Baby wahrscheinlich, der Junge wahrscheinlich hier geboren wurde. Und dass sie dann halt irgendwann, keine Ahnung, abgehauen ist oder halt rebelliert. Und halt den Jungen wahrscheinlich hier einfach versteckt dann. Und ist dann wahrscheinlich dann einfach, als der Junge noch klein war, wahrscheinlich noch Kleinkind oder wahrscheinlich im Babyalter. Was wahrscheinlich einen Rat geschafft haben, mit dem Bunker verlassen haben. Und der Junge weiß das halt nicht mehr, dass er eigentlich hier geboren wurde. In den Bunker, als wo die Mutti da war, hat man ja gesehen, waren ja auch wirklich solche Bilder, die sie gemalt hat, damit es halt ein bisschen hübscher aussieht. Da wird die ganzen Blümchen gemalt, da hinten noch ein Vogel. That's my mom's name. She was one of the prisoners. Why did she never mention it to me? Well, do you want to talk about this place? Stimmt. Wenn wir nicht darüber reden wollen, als es Slava. Will dann sagen, es doch Dominika. Ich denke, Dominika war. Ist die Mutti. Also, das ist vielleicht Dominika der Nachname, ist vielleicht Slava Dominika vielleicht. Das könnte es sein. Mal gucken, liebe Slava, ich werde dir ewig für das dankbar sein, was du für mich getan hast. Es sieht genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich habe schreckliche Angst bekommen, als sein Bild von meinen geistigen Augen zu verblassen begann. Doch nun, dank dir, muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Er wird immer bei mir sein. Ich schreibe dir dies, weil ich weiß, dass du nicht darüber reden möchtest. Doch ich hoffe, dass auch du eines Tages erfahren wirst, wie es ist, eine Mutter zu sein. Diese kurzen Augenblicke, die wir mit unseren Kindern teilen, lass uns all unser Leid vergessen. Ich bete zu allen Göttern, die mir Gehör schenken, dass du bald mit einem Kind gesegnet wirst. Deine Susia. So, einen Reim haben wir noch. Here's another one. So, das ist ausgespült.
Looks like it's all used up. Guck mir schon die Lochkartel sind da, ist eh egal. Aber der Junge, die ist hingetan, die Lochkartel liegt gar nicht mehr da. Jung. Keiner kann es nicht lesen, was da unten links steht. Ah, ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt die Folge gestartet habe, ob die jetzt schon zu Ende ist oder nicht. Ich glaube, die könnte schon durch sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich muss das halt dann rausschneiden. Lasst also mal ruhig eine Bewertung da. Oder auch ein Abo. Man sieht euch ja mal andere Videos an. Und in der nächsten Folge werden wir dann durch diese Tür gehen. Also macht's gut. Bis dann und tschüss.